Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Starshine Legacy 4. Ja, es ist ein Projekt, was ich weiterführen wollte. Den vierten Teil habe ich nur einmal in einem riesengroßen Stream gezeigt. Da wurden alle vier Teile gezeigt. Und ich dachte mir, komm, da die anderen restlichen Spiele auch im Let's Play gezeigt wurden und ich auch natürlich verstehen kann, dass viele sich jetzt nicht diesen langen Stream angucken wollen. Da habe ich nämlich mit Pia und Seja gespielt und da musste man nämlich ganz schön viel vorspulen. Und da waren wir auch recht müde an diesem Tag. Wir haben ja wirklich, glaube ich, von 20 Uhr bis fast 3 Uhr morgens wirklich alle Teile durchgespielt. Dachte ich mir, komm, ich mache aus dem vierten auch nochmal ein Let's Play. Ich bin natürlich schon mit allem fertig, aber wir fangen natürlich nochmal komplett neu an. Ich denke, dass ich auch erstmal zumindest, ja, die Episoden sind natürlich eine ungerade Zahl, aber ich versuche immer mindestens 2 Level euch zu zeigen. Und natürlich auch am Ende das geheime Level. So, gehen wir auf ein neues Spiel. Episode 4, das Rätsel um Darkor. Wenn ich weiß, was Starshine Legacy ist, ist die Vorgeschichte zu Star Stable Online und die Playlist von den anderen Teilen werde ich euch natürlich auch in die Infobox oder am Ende des Videos auch nochmal auflisten, damit ihr euch nochmal alle angucken könnt. In dem Städtchen Jorvik sind finstere Mächte am Werk. Jemand schmiedet schreckliche Pläne, die nicht nur Jorvik selbst, sondern auch den Meeresgrund vor der Küste bedrohen. Aber die drei tapferen Pferde und ihre Seelenreiter sind bereits erwacht. Die eine besitzt die Kraft des Lebens, die andere kann sich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sehen und die dritte kann die Grenzen der Realität überschreiten. Bald wird auch die vierte erwachen und mit ihr wird die Verwandlung der vier Mädchen vollendet sein. Aber es sind uralte mächtige Kräfte, die ihr Unwesen treiben und was eigentlich der Rettung der Menschheit dient, könnte sich auch gegen sie wenden und den Untergang besiegen. Die Zukunft ist ungewiss, während die Mächte sich behaupten oder wird das Böse die Oberhand gewinnen? Ja, nicht wundern, wenn ich ab und zu abgestockt lese. Bei mir ist immer alles ein bisschen verzogen, aber für die Aufnahmen ist es alles wieder ja, gerade gerückt. Für mich sieht es verzogen aus, für euch nicht. Deswegen könnte es im Lesen ab und zu Schwierigkeiten geben. So, dann machen wir mal das erste Level. Level 1. Schlechtes Benehmen. Das kennen wir ja von Alex. Alex kommt wieder mal zu spät zur Schule. Sie hatte dort in letzter Zeit viel Ärger und die Lehrer haben ein wachsames Auge auf sie. Das ist so unfair, weil das alles schließlich nicht an ihr liegt. Es passiert einfach. Und noch hat sie keine Ahnung, dass ihr heute jede Menge seltsame Dinge widerfahren werden. So, ich habe, was mir gerade eingefallen ist, manche Level sozusagen sind auch ein bisschen länger, deswegen werde ich mir vielleicht doch mal eben eine Stoppuhr anlegen. Nichts für ungut, aber bevor es nachher doch ein zu langes Video wird, vielleicht für euch toll, für meinen PC nicht ganz so gut. So müsste passen. Dann starten wir auch mal direkt ins erste Level. Mal wieder in der Schule von Jorvik. Guck mal, da ist James. Und hier müssen wir auch die Sterne sammeln. Also in diesem Spiel sind die Sterne wichtig, weil am Ende werden sie nämlich eine wichtige Rolle spielen. Anna hat mir erzählt, dass Buck und seine Bande hinter meinem Bruder James her sind. Ich muss ihn unbedingt vor ihnen finden. Ich hoffe bloß, dass Mrs. Graham mir keine extra Aufgaben gibt, wegen der blöden Sache mit dem Auto des Direktors. Ich wollte doch nur den Motor etwas aufmotzen. Ich konnte doch nicht wissen, dass der gleich explodieren würde. Oh je, Alex. Oh, Mrs. Graham. Oh nein, Mrs. Graham. Da bist du ja, junge Dame. Ich habe dich bereits gesucht. Ja, Mrs. Graham. Was wollen Sie denn diesmal von mir? Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Ich weiß, dass du ein sehr schlechtes Benehmen hast. Du brichst Schlösser an den Spinden auf, legst dich mit den Jungen an. Einfach unmöglich, wie du dich benimmst. Ich habe halt besonders viel Energie, wissen Sie. Muss immer in Action bleiben. Oder Aktion sein.
Das habe ich bemerkt und deswegen wirst du nachsitzen. Geh sofort in die Bibliothek und setze deine viele Energie mal nutzbringend ein. Lern etwas über die Mineralvorkommen hier in Jorvik. Los, geh schon. Oh Gott, wie langweilig. Aber ich mache wohl besser, was sie verlangt hat. Sonst fällt ihr noch was Schlimmeres ein. Also ab in die Bibliothek. Ich schaue auch mal eben vielleicht wegen dem Ton. Für mich kommt etwas laut drüber. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. So, Spiel fortsetzen. Ist immer noch gleich geblieben. Ihr könnt mir zwar im ersten Video mal sagen, wie ihr es findet. Also auch wieder die Sterne, die sammeln natürlich wieder brav ein. Die brauchen wir nämlich alle. James, hey kleiner Bruder, was ist los? Ich warte darauf, dass mein Unterricht beginnt. Aber Buck und seine Gang suchen mich. Er hat gesagt, er wird mich mit seinen Hockeyschläger verprügeln. Buck ist so ein Ekelpaket. Ich hasse es, wenn Kinder so gemein zueinander sind. Er ist nur so fies zu dir, weil du kleiner und schwächer bist als er. Nicht nur das, er scheint eine riesen Wut zu haben. Ich weiß nur nicht, warum. Ich habe ihm doch nichts getan. Okay, Bruderherz. Geh Buck aus dem Weg, bis ich mit dieser bescheuerten Aufgabe fertig bin. Danach kümmere ich mich um ihn. Das machen wir auch mal direkt ab in die Bibliothek. Ah, ich häng fest. Diese Knarzen der Tür, voll gruselig. Ich gehe mal lieber in die Bibliothek. Mrs. Graham wartet auf mich und wenn ich nicht sofort auftauche, wird sie bestimmt noch wütender. Endlich, du hast dir ja echt Zeit gelassen. Ich möchte, dass du 3 Referate über die Mineralvorkommen in Jorvik ausarbeitest. Erst wenn diese Referate fertig sind, kannst du gehen. Himmel, das wird ewig dauern, aber solange Mrs. Graham hier ist, kann ich nicht abhauen. Später werde ich mich rausschleichen, um James zu helfen, mit Buck und seiner Bande fertig zu werden. Also gut, ich fange an. Erstmal muss ich mir hier in der Bibliothek ein paar Bücher zusammensuchen. Da ist auch Linda. Guck natürlich hier wieder nach Sternen. Ich weiß ungefähr meistens, wo die Sterne sind. Aber, ja. Nicht immer. Das ist eines der Bücher. Jetzt brauche ich noch 2 weitere. Wo glitzert es denn noch? Da. Das ist das 2. Buch, das ich brauche. Das ist das 3. Buch, das ich für diese Referate brauche. Jetzt muss ich mich hinsetzen und sie durchlesen. Tun wir auch. Also, schauen wir mal. Jorvik ist berühmt für seine vielfältiges Mineralvorkommen. Die häufigsten sind Zink und Kupfer, aber manchmal gibt es auch Gold und Silber. Moment mal, hier steht etwas über unbekannte Mineralien, die auf einer Expedition vor fast 100 Jahren gefunden wurden. Über diese unbekannten Mineralien sollte ich mehr herausfinden. Dazu brauche ich aber noch mehr Bücher. Immer dieses mehr Bücher. Ist auch ganz witzig bei uns in der Schule. Ich mache eine Gestaltungstest für Ausbildung. Das ist eines der Bücher. Jetzt brauche ich noch ein 2. Wenn wir uns das Internet ausfällt oder irgendwelche Recherchen führen müssen, dann heißt, sagen die zu uns echt noch, geht in eine öffentliche Bücherei. Habe ich schon lange nicht mehr gehört, diesen Satz. Problem ist, wenn ich in eine öffentliche Bücherei bei mir hin will, muss ich nach Krefeld. Weil ich in Kiewler, also bei uns in der Nähe, keine Ahnung habe, wo es diese Bücherei sein sollte, weil ich da nie war. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man soll euch sagen, wenn ihr geht doch mal in eine öffentliche Bücherei. Also, wo man solche Bücher kriegt, und jetzt nicht nur solche Geschichten, sondern auch immer solche wissenswerten Bücher. Ich glaube, sowas Großes haben wir nicht. Da muss ich echt in eine große Stadt fahren. Das ist das 2. Buch, was ich brauche. Und wo ist das 3.? Das 3. ist da oben. Das ist das 3. Buch, das ich für diese Referate brauche. Jetzt muss ich mich hinsetzen und sie durchlesen. Was tun wir doch mal geschwind? Hey, cool, vor 1000 von Jahren gab es mehrere rätselhafte Meteorschauer über Jorvik. Also stammen diese unbekannten Mineralien vermutlich aus dem Weltall.
Das geht doch ganz gut voran, aber über diese Meteore muss ich noch mehr herauskriegen. Wenn ich darüber noch ein paar Bücher finde, bin ich mit den Referaten zum Glück schnell fertig. Und das Handy klingelt. Ich bin in der Bibliothek und kann jetzt nicht sprechen. Was ist los? Alex, du musst mir helfen. Buck ist hinter mir her. Du musst sofort kommen. Oh nein, da kommt er schon. Er hat aufgelegt. Ich muss meinen Bruder finden, bevor Buck mir etwas antut. Aber wie komme ich hier raus? Wenn Mrs. Graham mich doch die ganze Zeit beobachtet? Moment, vielleicht kann ich Linda eine SMS schicken. Sie könnte Mrs. Graham ablenken und dann kann ich mich unbemerkt rausschleichen und James helfen. Boah, wenn das mal im echten Leben klappen würde. Studenten-SMS. Linda, du musst mir helfen. Lenke Mrs. Graham ab, damit ich mich aus der Bibliothek schleichen kann. Es ist sehr wichtig. Ich erkläre es dir später. Empfangen SMS. Klar mache ich, Alex. Ah, Linda, super. Madame. Toll, Mrs. Graham verlässt ihren Posten. Jetzt kann ich mich rausschleichen und James suchen. Ja, rausschleichen. Darf mich aber nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Okay, James muss hier irgendwo sein, aber nicht dem Hausmeister aus dem Weg gehen. Wenn er mich sieht, meldet er Miss Graham. Wo ist denn der Hausmeister überhaupt? Ist hier noch ein Stern? Nein. Hausmeister ist da oben irgendwo. Dann gehe ich auch einfach mal so rum. Kein Stern. Ja, der geht darum, das passt ganz gut. Dann gehen wir unseren kleinen Bruder mal retten. James, willkommen! Da sind sie ja schon. Und Buck hat sich schon über meinen Bruder James hergemacht. Hör sofort auf damit, du Feigling. Warum vergreifst du dich nicht an Gleichaltrigen? Ich kleb dir eine, wenn du da drauf anlegst. Ach, Katja. Ah, sieh an. Hier kommt die große Schwester. Bist du sicher, dass du dich mit mir anlegen willst, Alex? Erinnerst du dich noch an das letzte Mal, als ich dich in einem Kampf besiegt habe, Buck? Du konntest 2 Tage lang nicht geradeaus gehen. Also lass den Hockeyschläger fallen und gib zu, dass du ein elendiger Feigling bist. Moment, warte mal. Okay, diesmal gebe ich nach. Ich will ja nicht, dass du dich vor deinem kleinen Bruder blamierst, Alex. Ach Gott, was ein Ekelpaket. Alex, du bist so erbärmlich. Ich wette, ich könnte dich in jeden Pferderennen mit links schlagen. Okay, Katja. Die Wette gilt. Dann machen wir das berühmte Wettrennen nach Scarecrow Hill. Wir starten beim Reitstall von Jorvik und der Erste, der einen Apfel vom Hügel zurückbringt, hat gewonnen. Einverstanden. Wir treffen uns nach der Schule beim Reitstall. Ja, die gute Katja. Ich habe auch überlegt, deswegen mache ich auch die Videos nochmal, um das Videomaterial zu kriegen, ob ich über sie auch nochmal ein Wissensvideo mache. Die ganzen Informationen, die ich rausfinde, über das Mädchen mit dem weißen Anzug und den weißen Haaren. Ich habe auch dazu schon mal ein Mr. Sands Wissensvideo gemacht, über seine ganzen Sachen. Das werde ich wahrscheinlich dann auch über Katja nochmal machen. Also woher sie kommt, was sie ist, was ihr Ziel ist. Über die ganzen Informationen aus den Spielen, Online-Spielen und Comic. Nee, ein Comic kommt sehr gar nicht vor. Also zumindest über die Sachen, die man im Spiel über sie herausfinden kann. Danke, Alex. Buck hätte mich echt vermöbelt, wenn du nicht gekommen wärst. Dafür sind doch große Schwestern doch da, Bruderherz. Aber jetzt muss ich zurück in die Bibliothek, bevor Mrs. Graham was merkt. Oh! Ich muss schnell zurück zur Bibliothek. Ja, der Hausmeister kommt von da drüben, aber ich will den Stern irgendwie noch mitsammeln, weil es gibt bestimmt hier noch einen zweiten. Ich muss nur wissen, wo. Oder gab es hier nur einen? Ah, lauf mal, Dickerchen. Los. Von der Zeit her auch schafft man, glaube ich, auch noch diese eine Episode her. Es gibt bestimmt auch nochmal kürzere Episoden und dann wird auch nochmal eine ganz lange geben. Es ist immer unterschiedlich. So, Hausmeister. Hä, gab es hier echt nur einen Stern oder bin ich dermaßen verwirrt?
wahrscheinlich, wenn Pia sehe oder Iliana oder die nicht erst nochmal angucken, lachen die mich wahrscheinlich aus und sagen, oh, da ist doch der Stern, wieso rennst du, rennt vorbei. Die kennen die Spiele ja auch ganz gut. Nee, ich finde hier keinen weiteren. Dann gehe ich einfach wieder in die Bibliothek rein. Bäh. Lisa. Wieso eigentlich Lisa? Ab und zu verwechseln sie die Namen immer. Also Linda, nicht Lisa, ist immer noch damit beschäftigt, Mrs. Graham abzulenken. Prima. Okay, jetzt mache ich diesen blöden Referat zu Ende und dann kann ich zum Reitstall, um es Katja zu zeigen. So, da haben wir noch ein Buch. Das ist eines der Bücher. Jetzt brauche ich noch zwei weitere. Zack. Das ist das zweite Buch, das ich brauche. Ja, was war nicht hier? Ist wahrscheinlich da hinten irgendwo. Nein, da ist es. Das ist das letzte Buch, das ich für diese Referate brauche. Jetzt muss ich mich hinsetzen und sie durchlesen. Das ist ja komisch. Hier steht etwas über Pandorium. Ein Metall, das ausschließlich in Jorvik gefunden wurde. Und anscheinend hat es ein paar sehr merkwürdige Eigenschaften. Pandorium. Wer jetzt noch nicht so weit ins SSO ist, kann da vielleicht mit nichts anfangen. Die Leute, die jetzt in der Quest hier weiter sind. Pandorium. Was könnte das so sein? Merkwürdige Eigenschaften. Interessant. Endlich fertig. Jetzt muss ich das Zeug nur noch Mrs. Graham geben und dann gehe ich zum Reitstall, um Katja zu beweisen, dass ich besser reiten kann als sie. Das wird ihr eine Lehre sein, nicht immer so arrogant zu sein. Hier sind die Referate, Mrs. Graham. Danke, du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen damit. Tada! Level 1 wurde abgeschlossen. Und meint... Timer sollte auch gleich in ein paar Minuten piepen, dann passt das. Boah, guck mal, wunderbar, passt doch alles super. So, Spiel wurde gespeichert. Dann würde ich sagen, im nächsten Level werden wir Katja zeigen, dass wir besser reiten können und hoffen, dass wir natürlich auch diese kleine Wette gewinnen werden. Ich finde die Reihe sehr spannend, muss ich sagen, und wer generell die Story von SSO generell, also von Starshine Legacy Mark, da findet ihr, also generell in diesen Vorgeschichten von diesen Spielen findet ihr so viel Information. Das ist echt der Wahnsinn. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir, ich denke mal, wir jeden Tag eine Folge rausbringen, morgen weitermachen können. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.